Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fable Anniversary. Und ich kann euch sagen, ich bin ein Idiot. Ja, das haben vielleicht viele von euch schon gedacht, aber ich habe so ein bisschen diese Spielmechanik, übersehen, vergessen oder so. Denn ich durfte jetzt vorhin, da ich ja im letzten Part hier aufgehört habe, durfte ich jetzt vorhin alle Räuber, damit meine ich wirklich alle Räuber, die hier waren, nochmal neu besiegen. Den Beweis liefere ich euch, indem ich euch zeige, hier zum Beispiel die Kiste ist noch nicht offen, weil ich durfte mir auch jedes Teil hier nochmal neu herholen. Wieso ich ein Idiot bin, das Spiel speichert nämlich von selber Kontrollpunkte raus. Und ihr wisst ja, es waren nicht wenig Räuber, die hier waren, das heißt, es hat ein bisschen länger jetzt gerade gedauert. Aber das Spiel speichert in Kontrollpunkten. Und wie gesagt, ich war einfach ein Idiot und habe voll vergessen, dass da hinten der letzte Kontrollpunkt war. Durfte also jetzt vorhin das alles nochmal neu spielen. Und das hat ganz schön gedauert. Außerdem hatten wir ja hier sowieso in Ausrüstung uns ja, glaube ich, das Hütchen, genau das Räuberhalstuch, glaube ich, uns gegeben. Weil das ja als uns noch gefehlt hatte, wir hatten ja noch kein, wir hatten ja hier von den Lederanzügen hatten wir ja noch keinen Helm. Und das haben wir uns dann ja einfach hier genau mit dieser Maske eben besorgt. Und ich würde einfach mal sagen, wir begeben uns jetzt direkt weiter zur Mission Zwillingsklings Lager. Da, wo wir hin müssen. Wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir hier, oder Twin Blades Camp, dass wir hier herausfinden. Oh! Sind die alle freundlich mit mir? Echt? Die sind jetzt alle freundlich mit mir, oder wie soll ich das verstehen? Moin! Hört her! Dies ist ein Banditenlager, da gibt es Kleidervorschriften. Das wichtigste Teil ist das Hemd. Mag sein, dass euch eure Kluft gefällt, aber so kommt ihr nicht hier rein. Wenn ihr nur rumsteht, kommt ihr nie rein. Das finde ich gerade sehr interessant. Wir haben nicht mal 10 Meter davon entfernt alle, wirklich alle Räuber zerschlachtet und das ist denen egal. So, das ist denen einfach vollkommen egal geworden. Ich würde einfach mal sagen, ich ziehe dann einfach mal alles an. Aber es war mir schon klar, dass das passieren würde. Weil sonst muss ja sein Grund haben, wieso wir hier diese Räuberkleidung uns halt holen müssen. Deswegen, ja, kann man davon ausgehen, das war irgendwie klar. Schon besser. Jetzt seid ihr drin und zwar für immer. Das glaube ich eher weniger, Freundchen. Wenn ihr also wieder ein albernes Hemd tragen wollt, nur zu. Erwartet aber keinen Respekt von den Jungs. Also würde das jetzt heißen, wenn ich da drin bin, kann ich mich wieder umkleiden, aber die würden dann mich nicht respektieren? Wie soll ich das verstehen? Da kommt noch einer, Joe. Mach das Tor auf. Wie soll ich das jetzt verstehen? Es ist jetzt, wenn ich mich jetzt umziehe hier in dem Spiel, dass ich dann nicht mehr... Also, ich werde da mal nicht attackiert jetzt oder so, oder? Moin. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Rekrutiert, Zwillingsklinglieder. War nicht mein Plan, hier aufrekrutiert zu werden, aber anscheinend ist es ja irgendwie so ein bisschen meine Mission. Wir haben uns jetzt also reingeschlichen in so ein Räuberlager. Die sind echt dumm. Also können wir mal kurz... Also die sind wirklich dämlich. Dafür, dass die mich hier reinlassen, obwohl ich hier gerade alle von denen weggeschlachtet habe. Das muss ich ja irgendwie ein bisschen darum gesprochen haben. Anscheinend ja nicht. Moin. Ah, sie haben eine tolle Aura. Da ist einer, der mit mir reden kann. Da! Leibwächter! Noch einen. Wenn ihr jemanden mit Zähnen sucht, findet ihr keinen besseren. Wir könnten ihn jetzt rein theoretisch anheuern, aber... Nee. Ihr wisst, wo ich bin, solltet ihr euch besinnen. Ich weiß nicht, wie cool das ist, wenn ich so einen Räuber als Leibwächter mir hole. Weil, stellt euch mal vor, ich bin dann hier raus aus der Stadt und so... Und würde ihn dann immer noch... Ah, nee, das ist nur so ein Spielmeister. Und ich würde ihn immer noch als Leibwächter haben. Ich weiß nicht, wie das so kommt. Der greift wahrscheinlich alle erstmal an. Moin! Psst. Ich hörte, ihr möchtet eventuell einen Lagerpass kaufen? Alter, ich bin hier genau richtig dafür, oder was? Wieso sagt mir das denn keiner vorher? Ich kann euch einen beschaffen. Kostet aber 1000 Gold. Oh, 1000 Gold ist ein guter Aufpreis. Würde von meinem Lagerpass holen? Was meinten ihr? Ein Lagerpass? Ich weiß gar nicht, was es überhaupt ist. Was ist denn überhaupt so ein Lagerpass? Nein. Naja, wenn ihr... Ja, ja, ich weiß ja nicht mal, was überhaupt ein Lagerpass ist. Nicht, dass der mich wirklich über den Tisch haut oder so. Dann habe ich aber wirklich ein Problem. Oh, warte mal, da vorne ist ein Händler. Wir können uns wieder neu ausrüsten. Händler, moin. Ja, ich möchte handeln. Dreh mir nicht den Rücken zu. Ach, du Scheiße. Alter, Attraktivität plus? Ach, weil es halt so ein Ritter-Outfit ist, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Wächterhandschuhe? Boah, kann ich mich dann als Wächter hier so durchschummeln? Also, wir könnten uns zu so einem richtigen... Wenn ich das richtig verstehe, der Schutz, den ein böser Geist verlangt. Ach du Scheiße. Wir können uns also zu so einem Ritter machen, oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Rein theoretisch würde ich das nehmen, aber wir haben uns erst vor kurzem etwas Neues geholt, deswegen lohnt sich das ja meiner Meinung nach jetzt erstmal nicht. Ich möchte erstmal schauen, was hier der Typ mit den Krimskrams-Laden hat. Was hast du denn, Bruck? Hallo, Bruck. Na, du bist der Typ für die Waffen. Nee, aber ich suche jetzt gerade keine Waffen. Dann bist du derjenige, den ich suche. Malen. Also jetzt nicht das, was die Schüler in der Schule manchmal machen, sondern Marlen als Name. Ja, der hat wahrscheinlich nur Sachen, die man halt... Angelrute. Angeln. Wo Wasser ist, gibt es auch Fische. Das ist mal ein Spruch, ey. Aber da braucht man doch bestimmt irgendwie... braucht man hier auch Köder? Weiß ich gerade gar nicht. Augen eines Mörders. Achso, ist ein Buch. Oh. Einfach hässlich. Leitfaden für Furzer. Ich will gar nicht hinterfragen. Perfekt, um ein- oder auszugraben. Ein Spaten. Laufen hier auch viele von rum. Weiß ich nicht so genau. Angelrute, aber hier verkaufen die für ganz schön viel Geld. Der zieht mich ab hier, der Typ. Der zieht mich ab. Aber hier, das ganze Fleisch ist mega billig. Hier, das kostet hier... Nee. Wie soll man das jetzt verstehen? 4,14? Kaufen, kommen wir mal 10 Stück. Ich meine, warte mal, wo ist unser Gold jetzt eigentlich nochmal hin? Da unten. Ja, guck, wir kaufen uns nochmal 10 Stück. Ja. Ich glaube, ich habe mir jetzt gerade nur 2 Stück gekauft. Ist ja auch egal. Ich kaufe das eigentlich auch nur, um hier wirklich, ja, Leben dann wieder herzubekommen, weil damit dafür kauft man sich das Ganze, ja. Aha. Hey, ohne einen Räuberausweis läuft hier gar nichts. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ein Kerl in der Taverne hat so ein Ding. Der wohnt praktisch dort. Also der will mich also zu dem Typen hinbringen, der mir das für 1000 verkauft? Oder wie soll ich das verstehen? Ja gut, dann muss es ja, also... Ist das da die Taverne? Weil ich werde doch ganz bestimmt nicht mehr das für 1000 kaufen. Du bist ein Spielmeister, aber das ist höchstwahrscheinlich eine Taverne. Ihr habt also gehört, dass ich einen Pass habe, ja? Ah, das ist schon richtig. Ich dachte schon, der Typ, der schickt mich zu einem, der das für 1000 vertickt. Ey, das wär's ja noch. Wenn ihr bei einer Partie findet den Unterschied gewinnt, gehört er euch. Oh, mit einem Spielchen. Findet den Unterschied. Was ist das denn? Natürlich hatte noch kein Räuber bisher genügend Grips, um zu gewinnen. Ihr werdet auch versagen. Überanstreng dich nicht, Alter. Okay, finde den Unterschied. Ja, komm, wieso nicht? Ah, okay, wir sollen uns jetzt hier hinsetzen. Nee, gar nicht. Doch, sollen wir doch? Ja, hier. Hallo, möchtet ihr finde den Unterschied spielen? Ja, weiter Optionen brauche ich jetzt auch. Nämlich, ich brauche eine gute Anleitung jetzt erstmal. Um bei finde den Unterschied zu gewinnen, müsst ihr innerhalb einer vorgegebenen Zeit mehrere Runden abschließen. Jede Runde besteht aus 2 Phasen. Zunächst seht ihr in einer Reihe von Objekten, die euch mehr... Oh nein, Alter, das kann ich überhaupt nicht gut. Wenn ihr glaubt, dass ihr alle Objekte kennt, drückt linke Maustaste, die Objekte werden jetzt zugedeckt und ein weiteres Objekt wird hinzugefügt. Danach werden euch die Objekte abermals gezeigt und ihr müsst erraten, welcher Gegenstand neu ist. Okay. Puh, weiter wetten. Ich gehe mal wieder auf meinen 20-Wert. Weil, also anscheinend, wenn wir gewinnen, bekommen wir eh den Pass. Und jetzt, wenn wir noch gewinnen, kriegen wir noch ein bisschen Gold dazu. Also warum nicht? Oh, ich kann das überhaupt nicht. Was ist das denn alles? Irgendwelche... Zeit, Zielzeit, Bestzeit. Okay, ich merke mir das. Schuh, Fisch, Wespe. Schuh, Fisch, Wespe. Okay, du bist neu. Ja, Runde gewonnen. Was auch immer das ist, so ein Schnullerteil oder so. Ach lol, die Zielzeit, jetzt verstehe ich. Blume, Fisch, Wespe. Okay, kann ich mir merken. Du bist neu. Nein, ich habe doch gar nicht da drauf geklickt. Ich habe auf das Buch geklickt. Ich war auf dem Buch. Ach, erzähl mir keinen Scheiß. Nee, Alter, jetzt verfalle ich in Gambling-Laune. Frechheit. Okay. Du bist neu. Oh, ich muss... Das ist eine komische Sensibilität mit der Maus. Okay. Du bist neu. Das ist eine sehr komische Sensibilität mit der Maus. Da muss ich mit klarkommen. Okay. Ist eingeprägt. Oh Gott, die Pilze. Oh, fuck, ich muss noch 2 Runden gewinnen. Schuh und 2 Skelette sind das, oder Totenköpfe, ja? Okay, Pilz, Apfel, Baum. Okay, Pilz, Apfel, Baum, Buch, Skelett. Okay, du bist neu, Dolch. Ja. Eine Runde muss ich noch gewinnen. Oh, ich kann das eigentlich überhaupt nicht hier. Okay, oh Gott. Pilz, Kopf, Buch, Fisch, Baum, Apfel. Diese komischen Goblins. Buch, Apfel, Goblin, Baum. Okay. Komm schon. Du! Oh! Alter, ich hab gewonnen. Leck mich am Arsch.
mit einem Rekordergebnis gewonnen. Und ich habe jetzt anscheinend Gold Plus gemacht, I guess? Weiterspielen mit Klick. Nein, ich will nicht weiterspielen. Der erste Räuber mit genügend Hirn bei meinem Spiel zu gewinnen. Und jetzt will ich auch das Pass hier, das Pass. Ich möchte jetzt auch den Pass hier sehen, Alter. Fühl mich gerade so ein bisschen wie so ein Flüchtling. Seid ihr sicher, dass ihr ein Räuber seid? Ja. Ach, vergesst es. Ich sagte, ihr bekommt den Pass, wenn ihr siegt. Hier ist er. Boah, Alter, bin ich gerade froh, dass ich das bekomme. Ich bin tatsächlich einer, so Sachen merken ist überhaupt nicht meine Stärke. Blitz-Alzheimer und so. Die Leute, die so ein bisschen länger mich schon kennen, wissen darüber bestimmt schon Bescheid. Aber jetzt haben wir endlich hier einen Pass. Und ich bin sehr froh, dass ich das hinbekommen habe, ey. Wenn ihr keinen Pass habt, dann verschwindet. Ich habe einen Pass. Verschwinde du. Pass. Dann mal reinspaziert. Lasst ihn durch. Lasst ihn durch. Da ist ja noch ein Tor. Achso, okay. Loading Screen. Ich dachte jetzt gerade, da muss ich durch noch so ein Tor gehen. Elite-Lager. Boah, wir sind einer der Elite. Hammerhade. Ich fühle mich gerade so ein bisschen geehrt. Wir gehen erstmal da hoch, weil das sind irgendwie drei grüne Punkte. Moin. Sprecht mit Roderick. Er erledigt den Öffentlichkeitskram. Ich hoffe, jemand tritt dir auf die Füße. Moin. Mir fiel auf, dass ihr die Tore zu Zwillingsklings Quartier betrachtet habt. Da muss dir auch aufgefallen sein, dass ich ca. 25 von euch Räuberlingen umgebracht habe. Vielleicht könnten wir die Reservewächter irgendwie rauslocken. Das Tor wäre dann offen für euch. Warte, arbeiten die für mich, oder? Natürlich erfordert so ein riskantes Manöver eine angemessene Vergütung. Ich fühle mich gerade wie in Deutschland 2018 hier. Jeder möchte für jeglichen Scheiß Geld haben. Das erinnert mich wirklich an den ganzen Scheiß, der momentan hier abgeht. Du kannst jemanden, weiß ich nicht, kurz die Jacke tragen. Also, du fragst jemanden, kannst du mal kurz meine Jacke tragen? Ja, was gibst du mir dafür? 2000! Bist du denn von allen guten Geistern? Alter, rauch nicht so viel fucking Wurst, Mann. Ein faires Angebot in diesen schlechten Zeiten. Wir sind hier, falls ihr es euch anders überlegt. Ihr habt doch einen Arsch auf, Alter. 2000. Kann ich Geld scheißen oder was? Ihr sprecht mit dem falschen Attentäter. Ach, ja, ja. Jetzt sind wir hier kein Scheiß. Ich kann euch auch verpetzen. Was halten ihr davon? Oh, hier ist eine, Kiste. Ich hoffe, das ist, zählt jetzt hier nicht irgendwie als Diebstahl. Eine Attentäterhose. Ist das jetzt so gut, in heutigen Zeiten sich anzuziehen wie ein Attentäter? Ich weiß ja nicht. Mal gucken, vielleicht finde ich ja hier noch einen Weihnachtsmarkt. Moin, du kannst auch mit mir reden. Kommt ihr, um Zwillingsklings Programm zu sehen? Ich möchte gar nicht wissen, wieso da hinter dem Typen eine Frau im Käfig ist, die angekettet ist. Das ist... Nee, ich möchte darauf jetzt nicht zu sprechen kommen. Sind sie nicht wunderbar? Das wird eine tolle Party. Warte mal, bis du... Lasst uns hier raus. Ach, das sind mehrere. Ich will ja... Ja... Man braucht einen Schlüssel für die Käfigtür. Ich finde das interessant, dass da zwei Frauen drin sind, angekettet in einem Käfig. ich möchte da gar nicht weiter darauf eingehen. Ich denke mal, diese Message haben wir jetzt alle verstanden. Oh, da ist noch eine Kiste. Alter, ich kann ja hier alles weglooten. Junge, 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 ich fühle mich hier so ein bisschen wie im Paradies. Was haben wir denn hier Nettes? Eine Wiederbelebungsfiole. Ich habe jetzt schon drei Stück irgendwie bekommen oder so innerhalb von... I don't know, einer Stunde oder so Aufnahmezeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da kommt ein großer Kampf auf mich zu. Ich muss noch gucken, dass ich in die Gilde gehe und mich level. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Warte mal. Kann man nicht... fuck. Mit was war das nochmal? Da, also da lasse ich mir die Lumpen. Nee, Werte war das. Nein, gar nicht. Wobei, Werte können wir uns auch nochmal anschauen. Hier, das meine ich. Kann man hier irgendwo klatschen oder so? Stepptanz, Entschuldigung. Was ist denn LMA? LMFAO, habt ihr genug davon gesagt zu bekommen, was ihr tun sollt? Sagt den Autoritäten, wo sie euch mal dürfen. Aha, leck mich am Arsch, oder was willst du mir damit sagen? Stepptanz, männlicher Bizeps, warten, folgen, kichern. Kichern ist eigentlich etwas, was dazu vielleicht passen kann. Haha, brüllt euch die Seele... Hallo, der ist schon längst aus dem Ring, hallo. Hallo, der ist schon längst aus dem Ring, das Match ist schon... Okay, dann halt eben nicht. Du kannst so viel mit mir reden. Wir lassen doch nicht jeden x-beliebigen kämpfen. Sammelt zuerst Erfahrungen in Bowerstone und Oakvale. Sind das zufällig die, die wir in Oakvale schon mal gesehen haben? Es gab da doch, diese eine Truppe, die irgendwie auch schon vom Boxen oder Kämpfen oder irgendwie sowas gesprochen hat. Waren das die? Ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Egal. Schauen wir mal, was es hier so oben gibt. Wahrscheinlich kommen wir hier wieder nicht rein, außer wieder irgendeine Bestimmung zu vollführen. Hier kommt keiner durch. Der Boss hat mir gesagt, ich soll hier aufpassen.
Er feiert eine Party. Ach, ich bin mit eingeladen, hallo? Das bedeutet, keiner kommt hier durch. Außer den Geiseln, die für die Unterhaltung sorgen. Und daran halte ich mich, kapiert? Irgendwie muss es eine andere Möglichkeit geben. Hier muss es, also außer die Attentäter zu bezahlen. Das steht, glaube ich, fest. Jetzt ist nur die Frage, wie? Irgendwie mit dem Käfig ja hier, aber ich brauche dafür einen Schlüssel. Woher bekomme ich einen Schlüssel, ist halt jetzt die Frage. Kann ich den Typen hier unbemerkt killen oder so? Haltet ihr alles klar, ihr habt einen Blick gehabt. Und ich habe den einzigen Schlüssel, also kriegt ihr auch nichts anderes. Ah. Der Wächter hat den Schlüssel, holt ihn. Ja, aber wie soll ich mir den Wächter hier Schlüssel holen? Kann man klauen? Alles und kann man klauen? Was, wenn ich mich hier so hinducke und ihn dann anspreche? Alles und kann man klauen in dem Spiel? Muss doch irgendwie gehen. Ich kann ihn doch nicht umbringen. Letzten Kontrollpunkt speichern. Das kann ich doch nicht machen. Ich kann ihn doch nicht einfach abmucksen da. Das wird nicht gut ausgehen, ist halt das große Problem. Aber ich habe auch nicht 2000 Münzen. Er hat den einzigen Schlüssel. Vielleicht, wenn ich hier reingehe und so tue, als wäre ich... Hey, ich bin jetzt auch Gefangener. Alles und ich. Kann ich echt nicht klauen? Ich konnte mich wirklich daran erinnern, dass es eine Möglichkeit gibt, hier in dem Spiel irgendwie zu stehlen. Vielleicht war das auch nur eine Fertigkeit, die man haben muss oder so. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mal so genau. Genau, Tastaturoption war das. Übernehmen? Ah, was? Ah, es ist doch laufen. Was ist das denn jetzt, übernehmen? Egal, wahrscheinlich etwas, was mich nicht interessieren muss. Nee, es sieht nicht danach aus. Schade eigentlich. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, dass ich das bekomme, ohne dass ich ihn kille. Denkt nicht einmal an Flucht. Ich habe jetzt gespeichert. Wir probieren es einfach mal. Willst du mich verarschen? Ich hoffe, da kommt kein anderer. Keiner darf mich sehen. Keiner darf mich sehen. Können wir kurz den Kampf ein bisschen verlagern? Komm mal nach oben hier, bitte. Komm mal her hier. Komm. Das darf aber keiner merken. Ach du Scheiße, Alter. Das ist nicht gut, was ich hier tue. Das wird sich doch bestimmt rumerzählen oder so. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Einfach nochmal reinrammen. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Ich habe es hinbekommen. Aber was jetzt? Wenn ich die doch aufschließe, dann werde ich doch... Oder... Ich mach's einfach mal. Mal gucken, was passiert. Recht herzlichen Dank. Oh, ich dachte schon, wir würden sterben. Aber jetzt schnell hier weg, bevor die Wächter das spitz kriegen. Rennt am besten... Nein, jetzt... Oh Gott, ihr seid so dämlich. Zwillingsklings Geiseln sind frei. Schnappt sie, bevor sie entkommen. Ah, jetzt sind die Tore aber auf. Fräulein, ich hoffe, ihr könnt schnell rennen. Ich brauche jetzt Zeit von euch, damit ich schnell durch das Tor gehen kann. Und das werde ich jetzt auch ganz schnell machen. Gut gemacht. Das Tor ist offen. Ihr könnt jetzt in Zwillingsklings Gebiet. Okay, super geil, dass du mir das gesagt hast, Stimme von oben. Ich hoffe, die bleibt jetzt auch ein bisschen länger offen. Der Wächter ist ja weg, das heißt, ich kann mich jetzt hier einfach mal durchbewegen anscheinend. Twinblades Tent, Mann. Ich habe auf euch gewartet. Sekunde, Jungs. Zwillingskling hat mit diesem Heldenwurm noch was vor. Was? Was passiert jetzt? Nein! Nein, ich glaube, ich erinnere mich an die Szene von Gronks Let's Play. Sag mir nicht, ich muss jetzt kämpfen. Nein! Oh nein, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich wollte nur leveln in der Gilde. Sie sagte, ein Gildepüppchen würde kommen und da seid ihr schon. Meine Klingen brennen darauf, euch zu treffen. Sind schon ewig nicht mehr gefüttert worden. Ihr seht nicht nach einem ordentlichen Happen aus.
Zieht eure Klinge, Gildepüppchen. Lasst sehen, was in euch steckt. Gar nichts, weil ich nicht leveln konnte. Ich kann nichts gegen dich ausrichten. Guck dich mal an. Schlimmer aufgeputscht als Flying Uwe. Darf ich den ersten Schlag machen, oder wie? Nein! Das macht gar keinen Schaden! Aua! Aua! Wieso habe ich gerade so viel Schaden? Die greifen mich ja auch an den Seiten! Was ist das denn? Okay, ja klar, die greifen mich an den Seiten auch einfach mal an. Macht das überhaupt Schaden? Guck mal, das macht gar nichts gegen ihn. Ah ja, klar. Ah ja, klar. Guck mal, ich kann ihn gar nicht erwischen. Hä? Ich kann ihn nur im Rücken erwischen. Eure Gesundheit. Habt ihr Tränke? Okay. Okay. Aber das... Leute, ihr seid alle nackt. Also, aber das mache ich nicht mit. Nee, da renne ich nochmal zurück und muss jetzt wirklich leveln. Das, das funktioniert so nicht. Und da möchte ich jetzt... Ja, ja. Und da möchte ich jetzt nicht unnötig meine ganzen Wiederbelebungsfiolen mit verbrauchen. Deswegen würde ich sagen, werde ich mich jetzt hier gleich zum Teleporter hin bewegen. Und werde mich dann... Wobei, ich kann mich doch einfach zur Gilde hin teleportieren. Stimmt. Das habe ich voll vergessen. Heldengilde, da möchte ich hin. Absolut korrekte Menti. Ihr versucht, eine Questregion zu verlassen. Wenn ihr dies tut, brecht ihr euren aktuellen... Was? Echt? Ich kann gar nicht leveln vorher? Echt? Ihr wollt mich alle verarschen. Ihr wollt mich alle verarschen. Das gibt es nicht. Ich werde ganz bestimmt nicht die Quest nochmal von vorne machen. Das könnt ihr sowas von vergessen. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss mich jetzt einkaufen bei den Typen, ne? Aber richtig einkaufen hier. Oh nein, ey. Ja, warte mal, hast du eine bessere Rüstung? Weil die kann ich wahrscheinlich gut gebrauchen. Ich darf ja hier mit anderen herumlaufen. Ich werde ja nur nicht respektiert, womit ich absolut leben kann. Ich weiß gar nicht, was bringt mir mehr Rüstung. Also einen Hut habe ich ja sowieso nicht oder einen Helm. Deswegen den würde ich mir jetzt sowieso kaufen. Und würde jetzt meinen alten hier verkaufen. Ah, ne, habe ich ja gar nicht. stimmt, da war ja was. Ja gut, dann muss ich jetzt damit eben kurz auskommen. Muss mich dann halt hier eben umausrüsten. Den tragen wir. Wir sehen jetzt so kacke aus, ey. Ohne Flachs. Jetzt mal kurz ganz bis nach unten scrollen. Das Scrollen finde ich ein bisschen nervig. Man kann nicht so schnell nach unten scrollen, wie man das eigentlich möchte. Nein, was? Das war nicht die Rüstung, die ich hier suche. Jetzt verstehe ich dann. Jetzt verstehe ich Bahnhof. Da werde ich das jetzt alles einzeln machen anscheinend, wenn das nicht anders geht. Dörflerhose, nein. Räuberhose trage ich ja sowieso. Ich brauche eine andere Hose, kann ich mir ja merken. Die Lederbrust kann ich ja schon mal anziehen. Ich brauche eine andere Hose, sehe ich gerade. Also habe ich jetzt gerade noch gesehen. Lehrlingshandschuhe, nichts davon bringt mehr. Okay, das heißt... Ich brauche Handschuhe und eine Hose. Was für Handschuhe hast du hier? Dunkle Dörflerhandschuhe? Nein, das bringt mir fast gar nichts. Fechthandschuhe. Die bringen mir ein bisschen mehr. Ich würde gerne die hier haben. Ah, 2000! Was sind das denn für Wucherpreise? Alter! Dann halt eben die Fechthandschuhe. Ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. 144 kosten die in Anführungszeichen nur. Und dann brauche ich noch eine Hose. So eine dunkle Lederleggings ist auch wieder sehr teuer. Alter Schwede. Aber das ist die beste, die ich holen kann. Also kaufe ich sie mir. Boah, muss ich hier reinlunzen in Geld. Alter, mein Geldbeutel verschmilzt schon. Alter. Also die Fechthandschuhe. Wir haben gar kein Gold mehr. Seht ihr das? Seht ihr das? Nix an Gold mehr. Und die gute alte Leggings anziehen. Perfekte Menti. Und jetzt sind wir perfekt ausgerüstet. Zumindest von dem, was wir so bekommen können. Ich würde noch rein theoretisch sagen, wir gehen jetzt hier nochmal zum Händler und schauen, was wir uns für, genau, die Gesundheitstränke und so weiter holen können. Weil lohnt sich so ein Gesundheitstrank oder reicht es nicht einfach, wenn ich mir so, weiß ich, beispielsweise so Apfelkuchen oder sowas hole? Hier, wie viel rotes Fleisch habe ich beispielsweise? 25, das ist schon echt nicht schlecht. Ich glaube, so ein Apfelkuchen bringt halt auch viel Leben. Deswegen würde ich sagen, kaufen wir das Maximum weg.
Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Es gibt mehr und mehr Räuber heute. Ja, es gibt mehr und mehr Räuber heute, das ist klar. Das stimmt. Ich bin einer davon, der neu hier dazugekommen ist. Wenn ihr keinen Pass habt, dann verschwindet. Wenn ihr keinen Pass habt, dann verschwindet. Ja, ja, ey. Wie sie mich immer wegscheuchen wollen, ne? Ein bisschen gemein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, komm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich spiele das jetzt nochmal hier kurz bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen ihn kämpfen können. Und wir sehen uns am nächsten Part wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video hier gefällt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, Kostjankowski und bye bye.